Und dieser Besuch des internationalen Teams fällt ja jetzt auch in eine Zeit, in der die Ukraine sagt, wir haben an der südlichen Front unsere Offensive gestartet. Wie läuft diese Offensive und warum auch gerade jetzt dieser Zeitpunkt? Also diese Offensive ist massiv, wie wir hier in Moskau mitbekommen. Die Ukrainer scheinen da so etwas wie eine Informationssperre verhängt zu haben. Man will wohl nicht, dass zu viel über diese militärischen Aktivitäten bekannt wird, um eventuell auch zu verhindern, dass da die ukrainische Strategie durch Reporter preisgegeben wird. Vielleicht ist auch ein zweiter Grund für diese Informationssperre, dass man im Falle eines Misserfolgs verhindern will, dass man lächerlich gemacht wird. Lange Rede, kurzer Sinn, massive Angriffe der Ukrainer im Gebiet Cherson. Und wie die Russen hier mitteilen über ihre Kriegsreporter, wie zum Beispiel Jewgeni Padubny, scheint es den russischen Kräften gelungen zu sein, die Ukrainer im Schach zu halten. Und es gibt wohl noch keine substanziellen Veränderungen hier im Frontverlauf. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.